Was geht ab, YouTube? Bei den letzten Teilen der okkulten Elite ging es ja mal mehr, mal weniger um die Freimaurerei. In diesem Teil soll es mal ganz speziell um die Freimaurerliteratur gehen. Das heißt, um das, was anerkannte Hochgrad-Freimaurer über die innere Struktur ihrer Geheimgesellschaft schrieben. Doch bevor wir das tun, möchte ich einen kleinen Ausschnitt aus Guido Grands Schwarzbuch der Freimaurerei vorlesen. Ja, dann mache ich das jetzt auch. Okkultismus und Satanismus. Okkultismus wird mit Geheimwissenschaft und der Lehre von den verborgenen Dingen gleichgesetzt und ist in die Praxis umgesetztes Geheimwissen. Sie umfasst alle Praktiken und Lehren, die durch die Naturgesetze nicht erklärbare Phänomene betreffen. Also religiöse Geheimlehren, genauso wie beispielsweise die Theosophie, Mystik, Magie, Alchemie, den Spiritismus, die Astrologie, Gnosis sowie das Einweihungs- und Geheimlogenwesen. Eine wichtige Rolle spielt auch der politische Okkultismus, der den Einsatz okkulter Mittel befürwortet, um auf die Politik einzuwirken oder eine bestimmte Politik durchzusetzen. Die extremste Form des Okkultismus ist der Satanismus, als die rituelle Verehrung und Verherrlichung des Bösen, Satans oder des Menschen, des eigenen Ichs. Die Bejahung der Unordnung, die Verneinung der Vernunft und der sozialen Pflichten. Das bewusste Brechen von Tabus, die Übertretung der gesellschaftspolitischen und juristischen Gesetze, das Praktizieren verschiedener Rituale, die Ausführung schwarzer Magie, um schaden- und manipulierend auf die Umwelt oder die Mitmenschen zu wirken, Verspottung und Ablehnung des Christentums, zum Beispiel in der schwarzen Messe, die Verhöhnung ethischer und humaner Werte sowie die Ausübung der Sexualmagie. Im historischen oder auch rationalistisch-okkulten Satanismus wird der Teufel, Satan, Luzifer, als Symbol der wirklichen Gegenwart und als Gegenspieler Gottes verehrt, das Weltbild der Bibel also weitgehend akzeptiert. Im Neosatanismus, auch ritueller Satanismus genannt, steht die Selbstvergötzung, die religiöse Selbstverherrlichung des Menschen im Mittelpunkt. Es gibt keinen externen Gott mehr. Jeder Mensch ist einzigartig und königlich der Mittelpunkt des Universums. Was soll das jetzt mit der Freimaurerei zu tun haben? Naja, lesen wir mal weiter. Im 18. Jahrhundert war die Freimaurerei in Frankreich und Deutschland Einflüssen der Magie ebenso wie solchen der Alchemie, der Kabbala und der Mystik ausgesetzt, gestehen die Freimaurer selbst. Ihre Symbolik wurde von manchen Systemen mit Magie förmlich durchtränkt. So, und das schreibt der Altstuhlmeister in Hamburg, der Loge am Rauen Stein, Franz L. Bruns. Gut, dann beschäftigen wir uns jetzt mal mit anerkannten Philosophen des Neosatanismus. Da wäre zunächst mal Aleister Crowley. The Book of the Law ist die Bibel der Religion des Telemachus, den Crowley zu gründen versuchte. Es scheint, als wäre Crowley von bestehenden schwarzmagischen Schriften inspiriert worden, wobei er von sich selbst behauptete, ein Medium für eine höhere Macht, einen Dämon namens Lamm gewesen zu sein. Besonders hervorzuheben sind die Einflüsse der Kabbala auf Crowleys Ansichten. Hören wir zur wahren Natur der Kabbala einen weltweit anerkannten Experten, Dr. Michael Leitman. All the systems, other than the wisdom of Kabbalah, are based on suppressing us. That's not true. I was a nun for a year, a Buddhist nun in Tibet. Yes, so you entered some kind of a closed place. Did you do anything with your body? No. Meditation. I sat and meditated. In Kabbalah you also have meditation. That's not true. You don't have meditation in Kabbalah? No. Okay, fine. It's totally opposite. It's a completely opposite system. No matter how you put it, all the systems, and the systems of the East in particular, are based on destroying the desire to receive, on destroying the ego. Right. The ego. Kabbalah says that you should increase the ego? Sure. To increase the ego. Yes, the wisdom of Kabbalah is the wisdom of receiving, the wisdom of how to be filled, of how to grasp reality. One has to be cruel. And to feel himself as tight-fisted and as a careless spender and as lustful and everything. And he has to go on living with all this and not to suppress anything, but on the contrary, to develop it. Die absichtliche Hinwendung zu den eigenen schlechten Eigenschaften ist das, was auch Crowleys Philosophie auszeichnet. Der Name Telema bedeutet so viel wie Wille oder Willenskraft. Es geht darum,
dem eigenen Willen, völlig ungezügelt und frei von den Moralvorstellungen anderer, genau wie in der Kabbala gelehrt, nachzugehen. Crowleys zentraler Leitsatz liest sich dementsprechend wie folgt. In gewisser Weise dient Dilemma, ebenso wie die Kabbala, der Rechtfertigung schlechter Taten, eine Art Gewissensberuhigung. Diese Philosophie hat sich auch auf den Neosatanismus übertragen. So sagt zum Beispiel Alexander LeVay, der Begründer der Church of Satan, wenn du ein Sünder sein willst, sei der beste Sünder im Block. Wenn du etwas Ungezogenes tun willst, dann tu es. Sei dir darüber bewusst, dass du ungezogen bist und genieße es. Wir glauben an den Schmerz, wir glauben an den Egoismus, wir glauben an alle wollüstigen Gedanken, die die Menschheit antreiben, denn es sind des Menschen natürliche Gefühle. Am 30. April 1966 gründete Anton LeVay seine Church of Satan, deren Wurzeln wieder auf Aleister Crowley verweisen. Die Kabbala, der Telemaorden, die Church of Satan, nicht zuletzt die Freimaurerei und noch viele weitere Gruppierungen, das alles hängt unzweifelhaft miteinander zusammen und das werden wir hier auch noch genauer beleuchten. Aber behalten wir zunächst mal im Hinterkopf, dass all diese Gruppierungen, die gerade eben genannt wurden, gemeinsam haben, dass sie ja, die Selbstvergötzung im Mittelpunkt stehen haben. Und eben genau diese Verherrlichung des menschlichen Egos steht auch bei der Freimaurerei im Mittelpunkt. Dafür schauen wir zunächst mal in J.D. Buck's Mystic Masonry. Dort lesen wir, jede Seele muss seine eigene Erlösung erlangen und sich das Himmelskönigreich gewaltsam nehmen. Erlösung durch Glaube an einen Stellvertreter Gottes wurde nicht von Jesus gelehrt, wie das nun geglaubt wird, und in den Schriften der Nicht-Eingeweihten geschrieben steht. Das sind nur ignorante Perversionen der ursprünglichen Doktrin. In der frühen Kirche und in der geheimen Doktrin gab es nicht einen Christus für die ganze Welt, sondern einen potenziellen Christus in jedem Mann. Das ist die Bedeutung, das Ziel und der Zweck der menschlichen Evolution. Und diese Philosophie beschreibt den einzigen Prozess, durch den das erreicht werden kann. Der perfekte Mensch ist Christus und Christus ist Gott. Das ist das Geburtsrecht jeder menschlichen Seele. Bucks Beschreibung ist auch verbreitet in der New Age-Bewegung und Teil des mormonischen Glaubens und beides wohl nicht zufällig. Der Gründer und Prophet der Mormonenkirche, Joseph Smith, war ein Meister der Freimaurerei, als er starb und genauso sein Nachfolger Brigham Young. Man findet einige Freimaurersymbole an und in dem Mormonentempel in Utah. Das allsehende Auge, ein Freimaurerhandschlag und hier einige Pentagramme, ein Symbol, zu dessen Bedeutung in der Freimaurerei wir später noch mehr sagen werden. Bevor wir nun aber zu Bucks weiteren Ausführungen kommen, möchte ich Dr. William Schnoblin vorstellen. Ähnlich wie Walter Veit, den wir ja in früheren Teilen der okkulten Elite kennengelernt haben, wird er als christlicher Fundamentalist bezeichnet. Er behauptet früher Satanist, Telema-Mitglied, Wicca-Mitglied, Rosenkreuzer, Freimaurer und Mormone gewesen zu sein. Kritiker werfen ihm vor, diese Behauptungen aufzustellen, um seine Bücher zu vermarkten. Allerdings sind einige seiner Behauptungen bezüglich der Freimaurerei nachweislich Fakt. Und das ist nur das, womit ich mich beschäftigt habe. Kommen wir zurück zu der Philosophie, dass es das Ziel jedes Menschen sein sollte, Gott zu werden. Viele Freimaurer würden behaupten, dass das Bucks persönliche Meinung ist und eben kein Freimaurerdogma. Dann werfen wir eben einen Blick in den Kentucky Monitor. Schnoblin beschrieb einen Monitor mal so. Das Offiziellste, das jeder Freimaurer in seiner Hand halten kann, wenn es um grundlegende Freimaurerphilosophie geht, ist der Monitor, als das rituelle Handbuch der Loge. Unter der Überschrift »Der Geist der Freimaurerei« steht nun im Kentucky Monitor »Gott wird Mensch, damit der Mensch Gott werden kann«. Das wird also jeder Freimaurer, der in Kentucky den Meistergrad erlangt, gelehrt. Werfen wir einen Blick auf »The Meaning of Masonry« von Lynn Perkins. Auf Seite 53 und am Anfang von Kapitel 5 mit dem Titel »Hiram, Christus, Held der Freimaurerei«. Wir lesen dort, Jesus von Nazareth hat einen Grad des Bewusstseins und der Perfektion erlangt, der viele Bezeichnungen trägt. Kosmisches Bewusstsein, Seelenregeneration, philosophische Einweihung, spirituelle Erleuchtung, abrahamitische Pracht, Christusbewusstsein. Und wieder zeigt sich, dass die Freimaurer Jesus Christus nicht als den Sohn Gottes sehen, sondern als Mensch, der durch Evolution Erleuchtung erlangt hat. Ein anderer Mensch, der es geschafft haben soll, den Christusstatus zu erlangen, ist Hiram Abiff. Laut den Freimaurern ist Hiram Abiff der Meisterarchitekt, der den Tempel Salomons erbaute. Er ist die Hauptfigur einer Legende.
Das verlorene Wort und seine Wiederentdeckung sind ein zentrales Thema in der Freimaurerei. Der Handlungsort dieser Legende ist der Tempel Salomons, kurz vor seiner Fertigstellung. Um an diesem Tempel zu arbeiten, müssen die Arbeiter in die Geheimnisse eines Meistermaurers eingeweiht sein. Hiram ist sehr gerecht, und so kann die Einweihung nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort passieren und in Anwesenheit der Könige Salomons von Israel und Hiram von Tyros. Drei der Arbeiter, welche am Tempelbau beschäftigt waren, Jubilar, Jubilam und Jubilo, können es nicht abwarten, die Geheimnisse eines Meistermaurers zu erfahren. Der erste von ihnen wird abgewiesen von Hiram Abiff. Der zweite fordert Hiram auf, ihm die Geheimnisse zu geben, oder er würde ihn töten. Und der dritte tötet ihn dann tatsächlich. Er wird zu Unrecht ermordet und das geheime Wort des Meistermaurers war verloren. Hiram wurde anschließend begraben. Und als sein Grab ausgemacht war und der Leichnam als Großmeister Hiram Abiff identifiziert wurde, erklärte König Salomon das geheime Wort für verloren und dass das erste ausgesprochene Wort nach der Identifizierung des Leichnams dessen Stelle einnehmen würde, bis zukünftige Generationen es selbst finden würden. Hiram wurde dann von den Toten erweckt, durch den starken Griff der Löwenpranke, einem Freimaurerhanddruck. Hiram wurde also zu Unrecht ermordet, begraben und ist dann wieder auferstanden. Auch hier sind die Parallelen des unter Freimaurern verehrten Hiram Abiff zu Jesus Christus deutlich. Die Hiramslegende ist ein wesentlicher Bestandteil der Initiation in die Hochgrad-Freimaurerei mancher Johanneslogen. Doch bevor wir dazu kommen, befassen wir uns mal mit der Initiation im Allgemeinen. W. L. Wilmshurst schreibt auf Seite 54 von Masonic Initiation: Initiation hat kein anderes Ziel als dieses, die bewusste Vereinigung des Individuums mit dem höheren, universellen Geist. In seinem Buch The Meaning of Masonry stoßen wir dann auf den Begriff Seelenarchitektur. Er nutzt ihn, um die in regelmäßigen Abständen auftretende Initiation zu beschreiben. Initiation tritt immer dann auf, wenn sich der physische Körper im Status der Trance oder im Schlaf befindet und wenn das zwischenzeitlich befreite Bewusstsein auf eine höhere Ebene gehoben wird. Weiter unten auf derselben Seite lesen wir dann: Doch beim tatsächlichen Prozess der Seelenarchitektur erfolgt Initiation auf Initiation, zu einer zunehmend höheren Ebene auf der Leiter, entsprechend der Reife des Individuums, das nun in der Lage ist, die Belastung auszuhalten und die Offenbarung anzunehmen. Seelenarchitektur, die einen Freimaurer befähigt, belastende Offenbarungen auszuhalten, ist wohl auch noch mit Erreichen des Meistergrades lange nicht abgeschlossen. So ist zum Beispiel im Vorwort des Buches The Master Mason zu lesen: Es lässt sich sagen, dass unter den unzähligen Tausend, die in der Vergangenheit den Rang des Meisters erlangten, kein einziger war, der sich aller Inhalte der Zeremonie bewusst war. Das wäre eindeutig unmöglich. Tatsächlich ist es aber essentiell wichtig, dass jemand die tiefere Bedeutung dieser Grade versteht, wenn einer ein Meistermaurer werden will, namentlich und tatsächlich. Fassen wir das zusammen. Hier ist die Rede von Gottwerdung des Menschen, davon, dass es keinen Sinn macht, Gott zu dienen, sondern dass es viel eher erstrebenswert ist, durch Erleuchtung den Gottesstatus zu erreichen. In The Meaning of Masonry ist dann die Rede von einer belastenden Offenbarung, die es auszuhalten gilt. Und den wahren Meistergrad erlangen Maurer, wenn, dann lange nach Erreichen des Meistergrades, falls sie die tiefere Bedeutung des Hiramsrituals verstehen. Das alles klingt schon echt merkwürdig und wirft nochmal eine Menge weiterer Fragen auf. Doch befassen wir uns zunächst mal mit dem, was der Hochgrad-Freimaurer des York-Ritus Wolfgang Stark einmal sagte zum Hiramsritual. Raum, der Tempelraum symbolisierte den Tempel Salomon. Es geht in der Freimaurerei um den salomonischen Tempel. Und nach der Beschreibung in der Bibel, im Buch der Chronik, im Buch der Könige, steht, dass vor diesem Tempel zwei Säulen standen. Und die eine Säule hieß Jakin und die andere Säule hieß Boas. Und die standen frei vor dem Tempel, es waren keine tragenden Säulen. Und die Freimaurerei symbolisiert diese beiden Säulen. Die eine Säule gehört dem Lehrling, die andere gehört dem Gesellen. Und nur der Meister kennt alle beide, beziehungsweise der Geselle auch schon. Und dann
dann taucht die Frage auf, wenn die Freimaurerloge den Salomonischen Tempel darstellen soll, was man vordergründig meint, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass die Säulen in der Freimaurerloge falsch stehen. In der Bibel steht, und rechts stand Jakin und links stand Boas. Jetzt kommt man in die Freimaurerloge, das ist genau umgekehrt. Das heißt, der Initiant geht ja zum Meister vom Stuhl, der nach offizieller Lehrmeinung in der Maurerei Gott darstellt. Richtig. Das heißt, wenn es aber diese beiden Säulen verdreht herum sind, stellt sich die Frage, wer ist dann derjenige, der auf dem Stuhl sitzt? Das ist gut beobachtet. Und einen Winkel trägt, der sogenannte Winkelmann. Ja, also der Meister vom Stuhl trägt einen Winkel. Das ist der Winkeltragende. Und alle Beamten in der Freimaurerei, die einen Winkel tragen, die sind was ganz Besonderes, die sogenannten Winkeltragenden. Und in der Freimaurerloge ist es der Meister. Aber man sagt doch, im rechten Winkel steckt der Teufel. Ist das so? Ja, wenn es so wäre, dann wäre ja der Stuhlmeister der Teufel. Wenn die Freimaurer denken, da vorne sitzt der Vertreter Gottes, Jesus Christus oder sonst was, ist das ja schön. Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, da vorne sitzt im Grunde genommen der Teufel, dann beten wir ja den Teufel an. Kann es sein, dass dies eines der höchsten Geheimnisse ist? Es ist kein Geheimnis, es ist aber durchaus eine Erkenntnis, die hochinteressant ist. Sagen wir mal so, wenn wir die Säulen richtig einordnen und den Tempel Salomos darstellen, dann wäre der Meister vom Stuhl, der vorsitzende Meister, der Mann mit dem Winkel, nicht der Gott, der im Allerheiligsten ist. Dann wäre dieser Platz im Osten, der Altar im Osten, kein heiliger Platz, sondern der Sitz des Teufels. Der Meister vom Stuhl wäre dann also der Teufel. Stichwort Teufel. Werfen wir mal wieder einen Blick auf den wohl meistverehrtesten Freimaurer in der amerikanischen Geschichte, Albert Pike. Er war ein Konföderiertengeneral und soll als solcher einige Kriegsverbrechen begangen haben. Zudem soll John C. Lester, einer der Gründer des Ku Klux Klan, ein Buch über den Klan geschrieben haben. In der 1905er Version dieses Buches soll auf Seite 19 unter dem Titel Einige Klansmen neben sechs anderen auch ein größeres, gezeichnetes Bild von Albert Pike in seiner Logenkleidung zu sehen sein. Und ähnlich wie bei den Mormonen könnte man jetzt auf Parallelen zwischen der Freimaurerei und dem KKK eingehen. Aber bleiben wir beim Thema. Als Satanist soll Pike den Grad des Pontiffs erreicht haben. Und dennoch war Pike auch Grand Commander des schottischen Ritus und damit der höchstrangige Maurer Amerikas. Ihm zu Ehren wurde eine 50 Fuß hohe Statue zwischen zwei Regierungsgebäuden in Washington D.C. errichtet. Und sein Leichnam wurde nach einem Beschluss des Kongresses in das House of Temple verlegt. Pike zu Ehren wurde hier auch ein Museum errichtet, wie ihr hier seht. Von ihm wird auch gesagt, dass er der größte Freimaurerphilosoph der westlichen und englischsprachigen Welt ist. Sein Hauptwerk, Morals and Dogma, ist ein Richtwerk der Freimaurerei und es enthält luziferische Lehren. Gerade dieser nicht unbedeutende Zusammenhang erregt derzeit die Gemüter rund um den Erdball. Albert Pike schreibt nämlich in seinem Freimaurer-Hauptwerk Morals and Dogma: Yes, Lucifer is God. Lucifer, God of light and God of good, is struggling for humanity against Adonai, the God of darkness and evil. Ja, Lucifer ist Gott. Lucifer, der Gott des Lichts und des Guten, der für die Menschheit eintritt gegen Adonai, den Gott der Dunkelheit und des Bösen. Pike schreibt auf Seite 741 dieser Ausgabe von Morals and Dogma, dass Freimaurerei eine Suche nach Licht bzw. Erleuchtung ist. Eine Tatsache, die wohl kein Freimaurer ernsthaft bestreiten würde. Einen kleinen Hinweis darauf, wo er dieses Licht sieht, gibt uns Pike an anderer Stelle. Lucifer, der Lichtbringer. Seltsamer und mysteriöser Name, um ihm den Geist der Dunkelheit zu geben. Lucifer, der Sohn des Morgens. Ist es er, der das Licht trägt und mit dessen Glanz er unerträglich die schwachen, lustbetonten und selbstsüchtigen Seelen blendet? Zweifelt nicht daran, denn die Traditionen sind voll mit göttlichen Offenbarungen und Inspirationen.
Werke wie Morals und Dogma haben den Zweck, Meistermaurer in die geheimen Lehren der Freimaurer einzuführen. Sie stellen allerdings auch ein Dilemma dar, wenn sie in die falschen Hände gelangen. Morals und Dogma wurde für den Supreme Council des 33. Grades geschrieben und auch von seiner Autorität veröffentlicht. Weiter unten auf der Titelseite steht dann ausdrücklich, dass es sich um ein esoterisches Buch handelt, das nur von Mitgliedern des schottischen Ritus gelesen werden darf, und bei Austritt oder Tod des Freimaurers muss es zurückgegeben werden. Also das, was ihr jetzt hört, war ursprünglich wirklich nicht für eure Ohren bestimmt. Wie die Freimaurer mit dieser ungewollten Publicity umgehen, lässt sich anhand der November-Ausgabe des anerkannten Scottish Rite Journals von 1992 ganz gut beobachten. Der Artikel, der uns interessiert, ist Albert Pike, Debit or Credit von Fred Kleinconnect, welcher selbst ein Großkommandeur der südlichen Jurisdiction des schottischen Ritus ist. Der Artikel geht von Seite 4 bis Seite 6. Zu Beginn von Seite 4 lesen wir: Ich hörte neulich einen bekannten Bruder des schottischen Ritus von Albert Pike als eine Last für unseren Orden reden. Laut diesem Bruder profitiert der gegenwärtige schottische Ritus in keinster Weise von Albert Pike, sondern im Gegenteil. Morals und Dogma schwäche jede Handlung der Freimaurer und führe dazu, dass Mitglieder die Gesellschaft verlassen. Leider hat dieser Bruder wenigstens oberflächlich betrachtet recht. Anti-freimaurerische Autoren, insbesondere Fundamentalisten jeder Glaubensrichtung, reißen mit Freuden Zitate von Morals und Dogma aus dem Kontext. Die erste Verwirrungstaktik der Freimaurer, die wir hier beobachten können, ist die Behauptung, dass Zitate aus dem Kontext gerissen werden. Eine durchaus übliche Taktik. Das Problem mit aus dem Kontext gerissenen Zitaten ist häufig, dass die Bedeutung sich verändert, wenn Worte aus ihrem Kontext gerissen werden. Doch um wirklich die Bedeutung der Worte zu erfassen, reicht es oft nicht, einen Absatz zu lesen, sondern es können auch gleich mehrere Kapitel sein. Manchmal muss man sogar mehrere Bücher des Autors gelesen haben oder sogar die seiner Zeitgenossen. Oft ist es allerdings auch möglich, Worte aus ihrer Umgebung zu nehmen und die Bedeutung verändert sich eben nicht. Die Worte sind zwar dann immer noch aus dem Kontext gerissen, aber das ist kein Problem. Die Behauptung, dass etwas aus dem Kontext gerissen ist, impliziert eigentlich in der Regel die Absicht der bewussten Irreführung. Also, dann schauen wir uns doch jetzt mal diesen Artikel von Fred Kleinconnect im Kontext an. Fred ist das höchstrangige Mitglied der südlichen Jurisdiction des schottischen Ritus. Am Ende der Seite seht ihr übrigens dieses Foto. Schauen wir doch mal genauer auf das Symbol am Kopf des Großkommandeurs. Dieses Symbol wird, wie man hier sieht, nicht nur von Kleinconnect in der Rolle des Großkommandeurs getragen, sondern auch Henry Clausen, zu dem wir später noch kommen, trägt den Baphomet. Neben dem Ex-Präsidenten, Hochgrad-Freimaurer und laut Cathy O'Brien Kinderschänder Gerald Ford, dem bekannten Satanisten und Hochgrad-Freimaurer Aleister Crowley, dessen Bekanntschaft wir ja schon vorhin machen durften, und eben auch Albert Pike. Das hier ist die Rückseite eines Buches, das Aleister Crowley geschrieben hat. Das Symbol links neben dem Schriftzug Baphomet wird hier als Siegel des Baphomet bezeichnet. Und das hier ist dann die Unterschrift von Fred Kleinconnect, welche wir in der November 92 Ausgabe des Scottish Rite Journals finden. In Freimaurerveröffentlichungen versuchen sie zu leugnen, dass das Siegel des Baphomets tatsächlich das Siegel des Baphomets war. Sie bezeichnen es dort als das Kreuz von Salem. Das hier ist allerdings eine Kopie von einem Buch, das von Lou Allen Publications veröffentlicht wurde. Und die sind eine der führenden Verlage für okkultes Material. Und wir sehen, dass auch sie das Symbol als das Siegel des Baphomets bezeichnen, was eigentlich auch eine bekannte Tatsache in der okkulten Literatur ist. Kommen wir wieder zu Albert Pike, Debit or Credit, und auf Seite 6 demonstriert uns Kleinconnect eine weitere Verwirrungstaktik der Freimaurer. Dort steht: Es muss verstanden werden, dass Morals and Dogma lediglich Pikes persönliche Meinung wiedergibt. Das Buch repräsentiert nicht die offizielle Scottish Rite-Philosophie. Die Taktik ist also zu behaupten, dass das Buch ausschließlich die Meinung des Autoren wiedergibt. Wir glauben nicht an diese Dinge und wir stehen auch nicht dazu. Dieses Buch ist kein Richtwerk und dieser Mann ist grundsätzlich nicht als eine Autorität der Freimaurer anerkannt. Weiter unten auf derselben Seite steht: Korrekt verstanden liefert Albert Pikes Morals und Dogma unserer Bruderschaft stimulierende Gedanken.
eine Quelle der Inspiration und sogar eine Hilfe für den Wachstum des schottischen Ritus. Pikes großartige Arbeit ist nicht das Buch einer Stunde, einer Dekade oder eines Jahrhunderts. Es ist ein zeitloses Buch. Morals und Dogma von mir weisen? Niemals. Also Fred widerspricht sich hier eigentlich auf nur einer Seite. Der schottische Ritus würde Morals und Dogma niemals leugnen. Denn wie wir hier gesehen haben, wurde das Buch von der Autorität des 33. Grades veröffentlicht. Aber um Missverständnisse vorzubeugen, schauen wir uns doch nochmal den Kontext an. Vergegenwärtigen wir uns nochmal den Beginn der Seite 6 von Debit or Credit. Das Buch repräsentiert keine offizielle Philosophie des schottischen Ritus. Naja, und das hier ist die Titelseite von A Bridge to Light von Rex Hudgens. Und wir stellen fest, dass das Vorwort vom Großkommandeur C. Fred Kleinconnect geschrieben wurde. Und es ist ebenso vom Supreme Council des alten und akzeptierten schottischen Ritus der Freimaurerei veröffentlicht. Schauen wir mal, was Fred dort im Vorwort schreibt. Das Herzstück unserer Lehren waren die Rituale unserer Grade und Morals und Dogma unseres verehrten Albert Pikes. Kleinconnects Aussagen könnten sich eigentlich nicht mehr widersprechen. Und das ist die beliebteste Taktik der Geheimgesellschaften. Sie lügen. Dieses Freimaurertextbuch ist für den Gebrauch in den Logen, unter der Führung der hochverehrten Großloge der freien und akzeptierten Freimaurer des Staates West Virginia. Wir sehen weiter unten, dass es 1919 von der Großloge veröffentlicht wurde. Dieses Exemplar wurde 1927 einem Bruder ausgehändigt und hier gilt vermutlich der gleiche Grundsatz, dass die Inhalte nicht für Außenstehende gedacht waren. Aber wir schlagen jetzt trotzdem mal Seite 14 auf. Dort lesen wir dann, der zukünftige Freimaurerstudent mag durch das aufmerksame Studieren der Symbolik viele seiner verlorenen Charakteristika entdecken und ans Licht bringen, die nun in den Briefen seiner Geschichte versteckt liegen. Lektionen, die uns die alten Schriften lehren und nun von Dr. Anderson wiederholt werden. Durch aufmerksame Studien kann also mehr gelernt werden. Aber welche Literatur wird hier für ein besseres Verständnis empfohlen? Auf Seite 25 können wir lesen, Bruder Albert Pike, einer der erhabensten Freimaurer aus allen Zeiten, ist eine anerkannte Autorität zu allen Fragen der Freimaurerei. Wenn also ein Freimaurer in West Virginia sich für die verlorenen Charakteristika der Freimaurerei interessiert, stößt er auf den über jeden Zweifel erhabenen Albert Pike mit seinem Leitwerk Morals and Dogma und liest dort, dass Lucifer der Gott des Lichts und des Guten ist und dass ein Freimaurer nach diesem Licht streben sollte. Verstehe ich das richtig oder fehlt mir jetzt hier der Kontext? Werfen wir für mehr Kontext mal einen Blick auf Seite 42 des Freimaurer-Textbuches des Staates West Virginia. Interessant ist der Stern im Zentrum des Teppichs. Zwei Zacken des Sterns zeigen nach oben und auf Seite 43 steht dann, dass der lodernde Stern ein Symbol für Göttlichkeit ist. Also dieser lodernde Stern repräsentiert die Gottheit der Freimaurerei. Am Eingang der Großloge von Indiana ist hier links im Bild ein ähnlicher Stern zu sehen. Beim genaueren Hinsehen erkennen wir, dass diese spezielle Version des Sterns den Eastern Star repräsentiert. Der Eastern Star ist eine Freimaurerorganisation für die weiblichen Familienmitglieder der Logenbrüder und die Zacken des Sterns zeigen hier immer nach oben. Also zwei davon, einer nach unten. Wenn wir uns das Ritualbuch des Eastern Stars anschauen, fällt uns zunächst auf, dass es von Robert McCoy vom McCoy Verlag erstellt wurde. Aber darauf gehe ich gleich noch näher ein. Jedenfalls sehen wir dort wieder dasselbe Symbol mit dem folgenden Schriftbanner dazu. Ich habe seinen Stern im Osten gesehen und ich bin gekommen, um ihn zu verehren. Dieser Satz wird verwendet, um Mitglieder zu identifizieren, die ernannt werden, um an den Ritualen teilzunehmen. Beim Eastern Star handelt es sich nicht um den Stern von Bethlehem. Denn wenn man sich das Motto ansieht, ich habe den Stern im Osten gesehen und ich bin gekommen, um ihn zu verehren, dann fällt uns folgendes Problem auf. Die drei heiligen Könige schauten nicht nach Osten, um den Stern zu sehen. Sie befanden sich bereits im Osten und sahen den Stern im Westen. Denk mal drüber nach. Wenn die sich in Persien oder Indien befinden und Richtung Bethlehem schauen, dann würden sie in welche Richtung schauen? Westen. Es handelt sich beim Stern von Bethlehem also ganz klar um den westlichen Stern. Wisst ihr, wofür der östliche Stern tatsächlich steht? Es ist ein okkultes Freimaurer-Codewort für den Stern
Sirius, den Stern des Sonnenaufgangs. Dies ist der verfluchteste Stern im ägyptischen Himmel, der Stern von Seth, der Stern von Satan. Fallen euch die Farben des Eastern Stars auf? Sie sind der schwarzen Magie zufolge perfekt. Sie hängen mit den Farben des Pentagramms der schwarzen Magie zusammen, wie man sie zum Beispiel beim Orden der goldenen Dämmerung sehen kann. Das sind Erde, Luft, Feuer und Wasser. Der weiße Fixpunkt ist die Akasha, der Himmel, Raum oder Äther. Schwarzesoteriker sehen hierin einen Zugang zur Geisterwelt. Hier sehen wir das hermetische Rosenkreuz des Golden Dawn. Über die Rosenkreuzer, die goldene Dämmerung und deren Mitglied Aleister Crowley erfahren wir mehr im fünften Teil der okkulten Elite. Das hier ist also das Symbol des Eastern Stars. Und das hier ist das Symbol der Church of Satan. Sieht das irgendwie ähnlich aus? Oder ist das bloß Zufall? Allerdings ist das hier Baphomet, den ja bereits die Tempelritter verehrt haben sollen. Auch Teil 5 der okkulten Elite. Dieses Buch ist eine Geschichte der Freimaurerei und verwandter Orden. Es wurde kurz vor dem Jahrhundertwechsel geschrieben und es enthält ebenfalls Informationen über das Geheimnis des Eastern Stars. Hier steht, wenn zwei Zacken des Sterns nach oben zeigen, dann repräsentiert er Satan oder den Widder der Mysterien. Und wenn er nur einen Zacken nach oben richtet, repräsentiert er den Erlöser, das Gute und Reine. Auf Seite 49 im selben Buch steht es etwas anders. Dieser Stern repräsentiert Gott. Alles, das rein, vollkommen und gut ist, wenn ein Zacken nach oben zeigt. Doch wenn er nach unten zeigt, repräsentiert er das Böse und alles, was im Gegensatz zu den oben genannten Attributen steht. Kurzum, den Widder von Mendes. Kommen wir zu diesem Buch von Manly Palmer Hall, auf dessen Bedeutung für die Freimaurerei wir gleich noch zu sprechen kommen. Der Titel Masonic, Hermetic, Kabbalistic and Rosicrucian Symbolic Philosophy lässt tief blicken und bestätigt das Bild aus Teil 5 der okkulten Elite, wobei der sowieso für sich spricht. Manchmal wird dieses Buch auch als The Secret Teaching of All Ages geführt, wie bei dieser Taschenbuchversion. Wir schauen nun auf Seite 115 dieses Buches und dort noch genauer auf die untere rechte Ecke. Dort lüftet Manly Palmer Hall, einer der größten Freimaurerphilosophen, das Geheimnis des Pentagramms. Wenn es in der schwarzen Magie verwendet wird, nennt man das Pentagramm auch das Symbol des gespaltenen Hufs oder den Fußabdruck des Teufels. Der Stern mit zwei nach oben gerichteten Zacken wird auch als der Widder von Mendes bezeichnet. Denn der verdrehte Stern hat dieselbe Form wie der Kopf des Widders. Wenn der aufgerichtete Stern sich dreht und der obere Zacken nach unten gerichtet wird, steht das sinnbildlich für den Fall des Morgensterns. Der Widder von Mendes geht wie so oft in den okkulten Lehren auf ägyptische Mythologie zurück. Aus den Papyrusrollen von Sir Chester Beatty geht hervor, dass der Widder im Götterstreit zwischen Horus und Seth als Richter fungierte. Hier ist eine Zeichnung, die laut Hall den Widder von Mendes darstellen soll, zu sehen auf Seite 101 seines Buches. Tatsächlich hat diese Illustration einen weit jüngeren Ursprung, denn sie geht auf Eliphas Levi zurück, der vermutlich verschiedene Inspirationsquellen hatte, so auch Pazuzu, den assyrischen Dämonengott. Mit eine sehr gewichtige Rolle zu jener Zeit spielte natürlich auch der wohl bedeutendste Kenner und größte Okkultist des 19. Jahrhunderts, der katholische Ex-Priester Alphonse Louis Constant, besser bekannt als Magier Eliphas Levi. Er wird als der Begründer des modernen Okkultismus in Frankreich gesehen, der nicht nur Kontakte zu den Rosenkreuzern, sondern auch zu mystischen, maurerischen Zirkeln suchte und der einen großen Einfluss auf den Satanismus des 19. Jahrhunderts hatte. Mit Unterstützung des Freimaurerhistorikers und Hochgradmaurers Jean-Marie Ragon veröffentlichte er sein Werk Dogme de la Haute Magie, in dem er die theoretische Kabbala und Magie darstellte. Wenig später folgte der zweite Band, in dem es um praktische Magie, ihre Rituale und Zeremonien ging. Levi wurde am 14. März 1861 in Paris in die französische Freimaurerei La Rose du Parfait Silence eingeweiht. Ob er Hochgradmaurer war, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Doch sein Gedankengut beeinflusste nicht nur die Geheimlehre der Theosophin Helena Blavatsky, sondern auch die Morals and Dogma des Ideologen des alten und angenommenen schottischen Ritus der Hochgradmaurerei Albert Pike.
Infolge abfälliger Kritik an einem seiner Vorträge soll Levy wieder aus der Freimaurerloge ausgetreten sein, wie im internationalen Freimaurerlexikon zu lesen ist. In Karl Fricks Standardwerk Licht und Finsternis, okkulte Geheimgesellschaften bis zur Wende des 20. Jahrhunderts, in dem er sich ausführlich mit der Biografie Levys beschäftigt, findet sich jedoch kein Hinweis auf seinen Austritt aus der Freimaurerloge und das, obwohl der dem Freimaurer Sachverhalt ein eigenes Kapitel mit der Überschrift Constant als Freimaurer gewidmet hat. Dieses Buch ist The Builders und es wurde 1914 von Joseph Ford Newton geschrieben. Das ist ein Standardwerk, das häufig an neu ernannte Meistermaurer vergeben wird. Das Buch verweist auf einige Quellen, welche die wahre Bedeutung der Freimaurerei preisgeben. Das ist Seite 57 in dem Kapitel The Secret Doctrines. Am unteren Ende der Seite steht: Vielleicht der größte Schüler im Feld der esoterischen Lehren und der angewandten Methoden, sicherlich der größte noch Lebende, ist Arthur Edward Waite. Und es ist eine Freude, ihm Tribut zu zollen. Waite verstarb zwar 1942, aber da Newton Builders 1914 schrieb, waren die beiden Zeitgenossen. Der Tribut geht weiter bis zur Seite 61. Newton spricht von Waites Werken als eine Reihe von Bedeutung. Nobel in ihrer Form, vereint in ihrem Ziel, einzigartig im Wert der enthüllten Schönheit von unvergleichlichem Wert. Ich meine, ich bemühe mich ja um eine Art journalistische Neutralität, aber so ein widerlicher Schleimer. Bah. Gut, dann schauen wir uns diese Meisterwerke mal ein wenig genauer an. Bis zu seinem Tod 1945 wurde Waite als ein großer Schüler der geheimen Lehren betrachtet. Fragen wir mal Bill Schnoblin, was er dazu sagt. Arthur Edward Waite, 33. Grad. Er ist der Autor des monumentalen Werkes, das wahrscheinlich 10 Pfund wiegt. Genannt die neue Enzyklopädie der Freimaurerei. Zu den anderen Namen auf der Liste hier kommt Bill übrigens gleich noch. Dann war Waite noch so nett, dieses Buch von Eliphas Levy über transzendente Magie zu übersetzen. Er schrieb noch eine Menge anderer Bücher. Er war Mitglied der okkulten Gesellschaft der Goldenen Dämmerung. Und in einem der Bücher, die er schrieb, das Buch der schwarzen Magie und der Pakte, erzählt er mit Freuden, wie man seine Seele an den Teufel verkauft. Ein Genie. Wer es nicht glaubt, dieser Mann, der in Freimaurer-Standardwerken über alles beweihräuchert und als maßgeblich wichtig bezeichnet wird, beschreibt von Seite 244 bis Seite 248 sehr detailliert, wie Luzifer beschworen wird. Ich werde davon nichts vorlesen, sondern lasse es euch auf dem Bildschirm, so dass ihr genug davon lesen könnt, wenn ihr wollt. I'm not going to read this. I'll leave it on the screen for a few seconds and let you read enough of it. Dann hätten wir da noch Aleister Crowley, der vermutlich nicht mehr vorgestellt werden muss. Aber ich sage trotzdem ein paar Dinge über ihn. Aleister Crowley wurde 1875 in England als Kind einer strenggläubigen Sektenfamilie, die der Johannes-Offenbarung anhing, geboren. Seine Kindheit war von den Begriffen das Tier 666, die Hure Babylon und dem Antichristen stark beeinflusst. 1904 will er in Kairo nach Studium altägyptischer Mythologien durch Offenbarungen eines übermenschlichen Wesens ein Gesetzbuch des neuen Zeitalters, das Liber Al-Vel Legis, geschrieben haben, womit angeblich das christliche Zeitalter abgelöst werden soll. 1912 wurde er Mitglied des durch den deutschen Theosophen Hartmann gegründeten Ordo Templi Orientis, OTO, dessen Leitung er später übernahm und dessen Gesetz lautet: Tu, was du willst. Unter diesem Anarchieprinzip gründete er 1920 in Cefalu auf Sizilien die Abtei Telema. Hier wurden sexuell-religiöse Orgien mit Tieropfern gefeiert, es soll auch zu Menschenopfern gekommen sein. Mussolini wies ihn 1923 aus. 1925 tauchte er in Thüringen auf, um dort den Telema-Orden in Deutschland zu gründen, der aber bald nach Hitlers Machtübernahme verboten wurde. Crowley ging zurück nach England, wo er 1947 rauschgiftsüchtig und geistig umnachtet starb. Er hinterließ diverse Schriften, in denen er sich besonders mit Blutopfern beschäftigte. Blut bedeutet Leben und damit Energie. Für die höchste spirituelle Arbeit muss man dementsprechend das Opfer wählen, das die größte und reinste Kraft in sich birgt. Ein männliches Kind von vollkommener Unschuld und hoher Intelligenz ist das befriedigendste und geeignetste Opfer.
Dies also ist Crowleys Credo. Tue, was du willst. Aleister Crowley gab damit an, dass er das große Biest, die 666, sei. Er wurde von der Presse im Prinzip als der niederträchtigste Zeitgenosse bezeichnet. Er gab damit an, 150 Kindesopferungen pro Jahr zu vollziehen. Er war außerdem bisexuell und ein Teufelsanbeter. Außerdem hatte er so viele Freimaurergarde, dass er sagte, wenn ein Elefant all die Abzeichen und Orden seiner verschiedenen Freimaurergarde tragen würde, würde er unter deren Gewicht zusammenfallen. Und tatsächlich habe ich eine Liste aller Freimaurergarde, die Aleister Crowley trug, gesehen. Und tatsächlich füllten sie 5 Seiten. Kommen wir zu W. Wynne Westcott. Er ist ein Gerichtsmediziner der Stadt London in dieser Zeit. Er war ein Hochgrad-Freimaurer, ein Hochgrad-Rosenkreuzer und ein Gründungsmitglied des Hermetischen Ordens der Goldenen Dämmerung, wo Aleister Crowley übrigens auch Mitglied war. Hier noch einige Bücher von Westcott und wir erkennen deutlich, er war Rosenkreuzer und Kabbalist. Dann haben wir da natürlich noch Manly Palmer Hall. Manly Palmer Hall war ein Okkultist. Er schrieb hunderte okkulter Bücher. Er war ein Rosenkreuzer, er schrieb das fundamentale Meisterwerk The Secret Teachings of All Ages, das in jeder Freimaurerloge verfügbar ist, in der ich je war. Bekannt ist The Secret Teachings of All Ages, wie gesagt, auch unter dem hier groß gedruckten Titel. Hier sehen wir noch einmal Seite 101 aus dem Buch mit der Illustration von Eliphas Levi. Das Kapitel befasst sich mit zeremonieller Magie und Beschwörung. Und wir werfen einen genaueren Blick auf den Teil links oben auf dieser Seite. Dort steht, zeremonielle Magie ist die alte Kunst des Beschwörens von Geistern durch die wissenschaftliche Anwendung einer bestimmten Formel. Rechts haben wir Seite 111. Und hier werfen wir zunächst einen Blick auf den Modus operandi für die Erweckung von Geistern. Andere würden das als eine nette Art bezeichnen, von Dämonenbeschwörung zu reden. So schrieb auch Aleister Crowley, heute nennen sie sie Engel oder Dämonen, morgen werden sie sie anders nennen. Wie kontrolliert man einen Dämon, wenn er einmal beschworen wurde? In The Secret Teachings of All Ages wird auf Seite 114 und Seite 115 eine konkrete Anleitung für einen Pakt mit Dämonen gegeben, aber auch die werde ich euch nicht vorlesen. Auf der gegenüberliegenden Seite sehen wir die Illustration eines Magiers, der gerade dabei ist, einen Geist zu beschwören. An der Wand hängt dabei Levis Baphomet, oder wie Hall ihn nennt, der Widder von Mendes. Nun stellt sich die Frage, wie man einen Dämonen kontrolliert, wenn man ihn einmal gerufen hat. Hierzu steht dort, hiermit verspreche ich dem großen Geist Lucifuge, dem Prinzen der Dämonen, dass ich ihm jährlich eine menschliche Seele darbieten werde, damit er damit tut, wie ihm beliebt. Im Gegenzug verspricht Lucifuge mir die Schätze der Erde und die Erfüllung aller meiner Wünsche für die Dauer meines natürlichen Lebens. Wenn es mir nicht gelingt, ihm das eben genannte Opfer zu bringen, soll meine eigene Seele Lucifuge dargeboten werden. Beschwörende besiegeln diesen Pakt mit ihrem eigenen Blut. Dieser Typ lehrt also wieder, wie man seine Seele an den Teufel verkauft. Wie man ganz konkret und nicht im übertragenen Sinne einen Pakt mit dem Teufel abschließt. Und wieder dabei im Spiel sind Menschenopfer, wie so oft. Ein anderes Buch, das Manly Palmer Hall schrieb, ist The Lost Keys of Freemasonry vom Verleger McCoy Publishing. Auf Seite 48 finden wir einige der zeitlosen Weisheiten der Freimaurerei. Wenn der Freimaurer lernt, dass der Schlüssel zum Warrior on the Block die korrekte Anwendung des Dynamos der Lebenskraft ist, dann hat er die Mysterien seines Handwerks gelernt. Die überschäumende Energie Luzifers ist in seiner Hand. Doch bevor er damit Fortschritte machen kann, muss er seine Fähigkeiten unter Beweis stellen, auf die richtige Weise Energie zu beschwören. Als Hall starb, wurde er vom Scottish Rite Journal auf unglaubliche Art angepriesen. Und das, obwohl dieser Typ ein Schwarzmagier war. Hier ist die November 1990er Ausgabe des Hausblattes der südlichen Gerichtsbarkeit der schottischen Freimaurerei. Bei einem Blick auf das Inhaltsverzeichnis sehen wir, dass Manly Palmer Hall ab Seite 22 einen Artikel gewidmet wurde. Bei einem Blick darauf erkennen wir dann, dass es der Nachruf für den 1990 verstorbenen Hall ist. Er wird als der illustre Hall, häufig als der größte Philosoph der Freimaurerei bezeichnet. Weiter unten auf der Seite lesen wir dann, dass er am besten dafür bekannt ist, 1923 The Lost Keys of Freemasonry
geschrieben zu haben. Und natürlich seinen monumentalen, enzyklopädischen Überblick über Freimaurergeschichte, Philosophie und verwandte Themen. Wobei das verwandte Themen, wie wir ja nun wissen, für Rosenkreuzer und den Kabbalismus steht. Wir sehen in dem Nachruf auch, dass er 1985 das Grand Cross des schottischen Ritus verliehen bekam. Dort steht, diese höchste Auszeichnung erhielt er für seine Dienste, die er als Philosoph für die Freimaurer, den schottischen Ritus und das Allgemeinwohl erbrachte. Wie Großmeister Albert Pike vor ihm lehrte Hoare keine neue Doktrin, sondern war ein Botschafter einer uralten Tradition, die uns bis zu diesem Tag bereichert. Die Welt ist ein weit besserer Ort durch Manly Palmer Hall. Und wir sind durch die Bekanntschaft mit ihm und seiner Arbeit bessere Menschen. Ein solcher Nachruf lässt zumindest vermuten, dass die Philosophie, die Hall in den hier vorgetragenen Auszügen propagiert, nicht ganz unbedeutend für einige Freimaurer ist. Aber schauen wir mal auf die mehrfach erwähnte McCoy Publishing and Supply Company, welche wiederum der führende Freimaurer-Verleger ist. Diese machten wie folgt Werbung für The Lost Keys of Freemasonry, ein Buch für Freimaurer und Nicht-Freimaurer, welche die grundlegenden Aspekte einer alten Bruderschaft offenlegt, die sich immer zum Wohle der Menschheit einsetzte. Dieses Buch ist eines zum Wieder- und Wiederlesen. Einen habe ich aber noch. Dieses Buch hier wurde vom Obersten Rat des 33. Grades veröffentlicht und es hat ein Literaturverzeichnis mit Referenzen im hinteren Teil. Wir hatten es vorhin schon mal davon, das Buch heißt A Bridge to Light von Rex Hutchins. Hier ist die Titelseite und wir sehen am unteren Ende, dass das Buch tatsächlich mit der Autorisierung des Obersten Rates veröffentlicht wurde. Das Vorwort von Fred Kleinconnect haben wir bereits gesehen. Auf Seite 329 finden wir nun also eine Liste ausgewählter Referenzen und dort finden wir wiederum zwei Bücher von Manly Palmer Hall, The Lost Keys of Freemasonry and The Secrets of All Ages. Was sagt es uns, dass Freimaurer nicht müde werden zu betonen, wie wichtig ihnen Literatur ist, in der es um rituelle Opferungen für Dämonen geht? Und ihr müsst eines verstehen, wenn ihr heute Abend hier seid und zufällig Freimaurer seid, dann sind das hier eure Brüder. Das hier sind eure Brüder. In meinem Buch habe ich dokumentiert, dass im Grunde jeder führende Okkultist der vergangenen Jahrhunderte ein Freimaurer war. Jede führende Hexe, jeder führende Schwarzmagier, jeder führende weiße Magier, sie waren alle Freimaurer. Was für eine wundervolle, wundervolle Auszeichnung für die Bruderschaft. Jetzt gibt es ja die Behauptung, dass die oberste Kraft der Freimaurerei Luzifer wäre. Was sagst du dazu? Ist es falsch? Nein, einerseits ist es falsch, wenn dadurch der Eindruck hervorgerufen wird, würde die Freimaurerei unterliegt der Herrschaft Luzifers und die Freimaurerei unterwirft sich Luzifer. Wichtig ist, dass die Freimaurerei Luzifer akzeptiert als Macht, als notwendige Macht und eine Macht, die nicht zu beseitigen ist, die aber kontrollierbar ist oder kontrollierbar wäre, wenn man sie erkennt. Dieses nächste Buch ist kein Buch der Freimaurer und das möchte ich absolut klarstellen. Die satanischen Rituale wurden von Anton Sansor LaVey geschrieben. Und er ist, wie wir wissen, der Gründer der Church of Satan. Das erste, das uns auffällt, ist der fünfzackige Stern mit zwei nach oben gerichteten Zacken und der Kopf des Baphomets darin. In der Einleitung lesen wir, dass die Riten in diesem Buch die Namen von Teufeln riefen. Weiter schreibt er, wenn jemand wirklich im Innersten gut ist, kann er die Namen der Götter des Abgrunds aussprechen, frei von Schuld und mit Immunität vor Schaden. Das daraus resultierende Gefühl wird höchst zufriedenstellend sein, doch es gibt kein Zurück. Nun, jetzt ist die Church of Satan natürlich nicht die Freimaurerei. Aber lesen wir doch mal, was LaVey über die satanischen Rituale sagt. Satanische Rituale sind eine Mischung aus gnostischen, kabbalistischen, hermetischen und freimaurerischen Elementen. Dieses Buch, In the Pronaos of the Temple of Wisdom von Franz Hartmann, ist ebenfalls keine Freimaurerliteratur, sondern eine Rosenkreuzerquelle. Ich zeige es hier, da es leicht zu verstehen ist und weil wir Parallelen ziehen können zum nächsten Freimaurerbuch. Denn sowohl die Rosenkreuzer als auch die Freimaurer haben mit Initiation zu tun.
Dort steht: Die menschliche Seele wird in einen Status des Schlafs versetzt, so dass sie ihren weltlichen Zustand vergisst und ihr ganzes Sein auf ihre göttliche Herkunft richtet und Erleuchtung durch das göttliche Licht erlangt. Sie kann dann nicht nur in die Zukunft blicken und korrekt prophezeien, sondern erlangt auch bestimmte spirituelle Fähigkeiten. Bei solchen Gelegenheiten kann die göttliche Inspiration und Erleuchtung so groß sein, dass sie sich auf in der Nähe befindliche Personen überträgt und sie auf dieselbe Weise beeinflusst. Menschen, die sich im Status der Empfänglichkeit befinden, das lässt sich dann wohl als Trance übersetzen, werden zu einem Medium, von dem göttliche Dämonen Besitz ergreifen und so diesen Menschen veranlassen, wundervolle Dinge zu vollbringen. Wenn die Seele dieses Menschen sich von den Fesseln seines Körpers löst und sich der Kraft ihrer Vorstellung hingibt, können sie zu einem Wirt für Dämonen einer niedrigen Ebene werden, was sie befähigen könnte, außergewöhnliche Dinge zu tun. Zum Beispiel jemand, der keinerlei Erfahrung mit dem Malen hat, könnte plötzlich ein Kunstwerk erzeugen, etc., etc. Dieses Buch hier, Emergence of the Mystical, wurde vom Großkommandeur des schottischen Ritus Henry C. Clausen geschrieben. Das ist Seite 70 von Emergence of the Mystical und dort fällt auf, dass die beschriebenen übernatürlichen Fähigkeiten, die in diesem Freimaurerwerk beschrieben werden, denen aus dem Rosenkreuzerwerk ähneln. Zum Beispiel Jesse Shepard, ein philosophischer Mystiker, der die Zeugen seiner musikalischen Darbietung erstaunte. Er sang Bass und Bariton und erhielt Reden auf Arabisch, Französisch, Latein, Griechisch und Chaldäisch, während er in Trance war. Charles Linton, ein ungebildeter Buchhalter, dessen automatisches Schreiben spektakulär war, also auch wieder das Schreiben im unbewussten Trancezustand. Und er schrieb ein monumentales Buch von 100.000 Worten in 4 Monaten. In einer anderen Handschrift als seiner eigenen. Wir streben auch nach der ultimativen Vereinigung mit der Gottheit. Und für diesen Zweck enthüllen und benutzen wir in unseren Graden von 4 bis 33, also in der Hochgrad-Freimaurerei, die alten mystischen Weisheiten, die uns über viele Jahrhunderte überliefert wurden. In der gesamten Menschheitsgeschichte gab es außergewöhnliche Beispiele der Entschlossenheit des Geistes. Diese waren inbegriffen und wurden wiederholt in verschiedener Form bzw. Metaphorik. Und wir kennen sie nun als Weisheiten der Alten. Die Kräfte, Mächte und Energien lassen sich entdecken, wenn wir nur gründlich genug danach suchen. Ich sehe Manley als einen Mann, der wirklich die Aussage verkörpert. Dass du den Fußspuren derer folgst, die vor dir gehen. Denn er hinterließ seine Fußspuren für andere Leute. Und sogar sein letztes großes Interesse, seine Studien zu Hause, belegen seine Fähigkeit, hell zu sehen. Dieses Gemälde namens Der Hüter der Schwelle ist aus Manley Palmer Halls Buch The Lost Keys of Freemasonry. Vor einigen Minuten zeigte ich euch Auszüge aus LeVay's Buch Satanic Rituals und dort hieß es, dass wenn einer wirklich gut in seinem Inneren ist, kann er Teufel beschwören und diese könnten ihm keinen Schaden zufügen. In der Freimaurerliteratur gibt es ähnliche Lehren und genau das soll auch dieses Bild darstellen. Im letzten Teil zeigten wir das Testament König Salomons, wie auch Auszüge aus dem Koran. Was zeigt, wo eben genau diese Ansichten ihren Ursprung haben und dass diese Kabalen lehren, das sogenannte Wissen der Alten, immer genau dort verbreitet war, wo sich Macht und Korruption dieser gutherzigen Menschen zentrierten. Nun lässt sich auch deutlich besser nachvollziehen, was Wilmshurst mit dem Begriff der Seelenarchitektur meinte. Denn Initiation ist ein Zustand der Trance oder des Schlafs, wie dieser weiß. Laut Freimaurern, die ja Meister der rituellen Beschwörung sind, eine Gelegenheit für Geister, Besitz vom Körper des Initiierten zu ergreifen. Lesen wir hierzu noch einmal Seite 87 von The Masonic Initiation nach.
Doch beim tatsächlichen Prozess der Seelenarchitektur erfolgt Initiation auf Initiation zu einer zunehmend höheren Ebene auf der Leiter, entsprechend der Reife des Individuums, das nun in der Lage ist, die Belastung auszuhalten und die Offenbarung anzunehmen. Zu der Reife, die belastende Offenbarung anzunehmen, wird Wilmshurst auf Seite 17 da noch etwas deutlicher. Wir gestehen, Initiation zu verleihen, aber wenige Freimaurer wissen, was wahre Einweihung bedeutet. Sehr wenige, befürchte ich, hätten den Wunsch, die Courage und die Bereitschaft, die nötigen Opfer dafür zu bringen. Auf Seite 55 schreibt Wilmshurst dann, das letztendlich einzige Ziel der Initiation ist die Vereinigung der persönlichen Seele mit seinem göttlichen Prinzip. Freimaurerei hat kein anderes Ziel als dieses. Alle übrigen Interessen, die damit in Verbindung stehen, sind diesem primären Ziel untergeordnet. An einer anderen Stelle von The Masonic Initiation wird genauer darauf eingegangen, dass wahre Selbsterkenntnis die unmittelbare Bewusstseinsvereinigung des menschlichen Geistes mit Gott ist und die Realisierung ihrer Identität. Durch diese identische Vereinigung wird das unechte, oberflächliche Selbst vergessen. Der Sinn für Persönlichkeit ist verloren. Der Mensch realisiert die ihm innewohnende Göttlichkeit und handelt nicht mehr als ein einzelnes Individuum mit einem eigenständigen Willen, sondern in Verflechtung mit dem göttlichen Leben und Willen, dessen Instrument er wird und dessen Absicht er fortan dient. Auf Seite 118 von Mystic Masonry beschreibt Reverend Charles H. Vail in seinen Worten, was denen blüht, die sich als unwürdig erweisen. Dort steht, bei der wahren Initiation in die wirkliche Geheimlehre besteht die Strafe für Unwürdigkeit, ganz gleich welche Ausprägung darin, dass der Abtrünnige zum Opfer jener Mächte wird, die er selbst rief. Bulworth's Demon of the Threshold, Dämonen aus der Schwelle, ist wohl weder ein Witz noch eine Verklärung, wie das viele Fälle von Besessenheit belegen, die in der Geschichte von Meditation und Spiritualität aufgezeichnet wurden. Vail schreibt in seinem Buch Ancient Mysteries and Modern Masonry auf Seite 26, in all den Einweihungen und Geheimnissen zeigen sich die Götter in vielen Variationen ihrer selbst. Sie nehmen eine Vielzahl von Formen an, und manchmal ist auch nur ein formloses Licht zu erkennen. Manchmal nimmt dieses Licht menschliche Form an, und manchmal ändert sich diese Form dann zu einer anderen Gestalt. Vielen der Autoren geht es dabei offenbar um mehr als nur ein Prinzip. Könnte es also sein, dass wenn Wilmshurst von Instrumentalisierung durch einen Gott redet, eigentlich von einer dämonischen oder gar teuflischen Besessenheit der initiierten Hochgrad-Freimaurer die Rede ist? Wie sieht die Freimaurerei wo sieht sie ihren Auftrag darin in Verbindung zu Luzifer? Da gibt es so einen Zweck. Da muss ich mich vorsichtig ausdrücken. Wenn wir sagen, die Freimaurerei, dann meinen wir die Freimaurer. Die Freimaurer sehen irgendwas, ein Prinzip oder sonst was. Also sicherlich nicht die unteren Grade. Die Freimaurer sehen es nicht. Aber die Freimaurerei insgesamt bewahrt diese Erkenntnis und kann diese Erkenntnis vermitteln und vermittelt sie auch, aber nicht in Form von Schulung, sondern in Form von Mythen und Symbolen. Und der Freimaurer, der das aufmerksam beobachtet, das, was er macht, Ritual, Symbol und Mythos, kann erkennen, um was es geht. Wenn ein großer Teil der Freimaurerbrüder das nicht erkennt, ist es nicht die Schuld der Freimaurerei. Und da müssen wir differenzieren, denn wenn ich jetzt irgendwas behaupte, da ist ein luziferisches Prinzip in der Freimaurerei, was wir realisieren, was wir erkennen, was wir tragen, dann wird 90% der Brüder sagen, wird's erstmal missverstanden, es stimmt nicht, der erzählt ja sonst was, wir würden uns niemals mit Luzifer abgeben, was ich nicht erkenne. Der Grad der Erkenntnis auch noch nicht erreicht ist. Nämlich der obere. Richtig. Es geht um bestimmte Erkenntnisgrade und deshalb braucht man in der Freimaurerei, um einen hohen Erkenntnisgrad zu erreichen, so um die 10 bis 15 Jahre. Das dauert schon eine Zeit. Das kann nicht einfach vermittelt werden und man kann eine Initiation oder eine Einweihung nicht kaufen. Okay.
Ich denke, jetzt haben wir uns genug mit der Philosophie der Freimaurer befasst und die hier gezeigten Fakten sprechen in der Summe doch eine sehr deutliche Sprache. Wären die Freimaurer jetzt aber nicht mehr als eine Altherrensekte mit bizarren religiösen Ansichten, dann wäre das für die Mehrheit der Menschheit wahrscheinlich wenig weltbewegend. Allerdings ist die Wahrheit davon leider sehr, sehr weit entfernt. Das hier ist The Great Teachings of Masonry von Henry Haywood. Haywood ist ein anerkannter Freimaurer-Historiker der Loge von Iowa. Haywood ist ebenfalls ein sehr angesehener Freimaurer-Autor, der auch in den Fußnoten des Indiana Monitor and Freemasonry's Guide zitiert wird. Hier sehen wir die Titelseite von The Great Teachings of Masonry und sehen, dass dieses Buch ebenfalls vom Recall Verlag, dem angesehenen Freimaurer Verlag, veröffentlicht wurde. Schauen wir mal auf Seite 33 im Kapitel über die Bedeutung von Initiation und Geheimhaltung und lesen in diesem Zusammenhang Folgendes über die Absichten der Freimaurerei. Die Bruderschaft selbst existiert, um einen bestimmten Einfluss auf einen Mann sicherzustellen und um bestimmte Veränderungen auf der Welt voranzutreiben, etc. Seine Geheimhaltung dient diesem Zweck und hilft, dies zu ermöglichen. Diese beiden Bücher sind Bücher, die von Freimaurern üblicherweise verwendet werden. Das linke ist Duncan's Rituals und das rechte ist Lester's Look to the East. Beide enthalten eine Beschreibung der Rituale der ersten drei Grade. Sie wurden beide von Freimaurern, Verlegern veröffentlicht und tatsächlich stammen diese beiden Exemplare von ehemaligen Freimaurern. Einige Freimaurer würden hierzu erzählen, dass die Rituale nie wirklich niedergeschrieben wurden und dass das, was in diesen Büchern geschrieben steht, das Ritual nicht wirklich repräsentiert. Naja, es gibt leichte Unterschiede von Staat zu Staat. Während manche zum Beispiel die Formulierung benutzen wissentlich und willentlich verletzen, benutzen andere nur den Ausdruck wissentlich verletzen. Also ja, es gibt Unterschiede. Und wenn das, was ihr gleich hört, nicht hundertprozentig dem Wortlaut entspricht, den ein Freimaurer aus seiner Loge kennt, dann mag das so sein. Aber jeder Freimaurer weiß, dass das hier inhaltlich schon so hinhaut. Das hier ist ein Schwur, den der Anwärter vor dem Eintritt in den ersten Grad leisten muss, also quasi vor seiner ersten Nacht in der Loge. All das schwöre und verspreche ich feierlich und aufrichtig. Ich binde mich unter keiner geringeren Strafe, als dass meine Kehle von Ohr zu Ohr aufgeschlitzt und meine Zunge an der Wurzel herausgerissen und bei niedrigem Wasserstand im Sand des Meeres begraben wird, wo die Gezeiten innerhalb von 24 Stunden ebben und fließen. Sollte ich im Entferntesten willentlich und wissentlich meine Pflichten als angehender Lehrling verletzen oder überschreiten. Der Meister führt den angehenden Lehrling Wort für Wort durch diesen Schwur, bevor dieser wirklich weiß, worum es eigentlich geht. Kommen wir zum Schwur des zweiten Grades. Ich schwöre und verspreche feierlich und aufrichtig. Ich binde mich unter keiner geringeren Strafe, als dass mir die linke Brust aufgerissen wird, mein Herz von dort herausgerupft wird und dann an die Tiere des Feldes und die Vögel der Lüfte als ein Opfer verfüttert wird. Sollte ich im Entferntesten, willentlich und wissentlich, meine Pflichten gegenüber meinen Maurerbrüdern verletzen, so helfe mir Gott. Dann kommen wir noch zu den Furchtbarkeiten, die die Freimaurer vor der Initiation in den Meistergrad aussprechen dürfen. All das schwöre und verspreche ich feierlich und aufrichtig. Ich binde mich unter keiner geringeren Strafe, als dass mein Körper zweigeteilt wird, meine Eingeweide herausgerissen, zu Asche verbrannt und in alle vier Himmelsrichtungen zerstreut werden, so dass keine Erinnerung mehr bleibt an einen solch ekelhaften und boshaften Halunken, wie ich es wäre, wenn ich je wissentlich meine Pflichten als Meistermaurer verletze. So helfe mir Gott. Wenn man zum Beispiel den Eid des Meistermaurers ablegt, ist einer der Schwüre, die man leistet, dass man einen Maurerbruder vor einer bevorstehenden Gefahr warnt, sodass dieser sich aus dem Staub machen kann. Sagen wir nun, du arbeitest in der strafrechtlichen Verfolgung oder für die Polizei und dein Bruder hat einen Haftbefehl gegen sich vorliegen. Dann bist du durch deinen Schwur dazu verpflichtet, deinen Bruder zu warnen, sodass der rechtzeitig den Staat verlassen kann. Eine andere Sache ist, wie euch auffallen wird, dass ihr in der Initiation des dritten Grades schwört, die Geheimnisse eines Meistermaurers zu wahren, sonst würde euer Herz herausgerissen. Davon ausgeschlossen sind nur Mord und Verrat. Das heißt, durch diesen Blutschwur bist du verpflichtet, jedes Verbrechen zu decken, außer Mord und Verrat. Ob er ein Vergewaltiger ist, ein Kinderschinder, ein Dieb, ein Brandstifter, all diese Dinge bist du verpflichtet zu decken.
und du darfst nichts darüber reden. Das stimmt, selbst wenn du ein Beamter bei Gericht bist. Und es wird noch schlimmer. Sagen wir, du bist Royal Arch Mason des 7. Grades des York-Ritus. Dann bist du verpflichtet, die Geheimnisse eines Royal Arch Bruders zu wahren, Mord und Verrat eingeschlossen. In anderen Worten, bist du verpflichtet, alles zu decken. Und wenn der Mann ein ehemaliger Mörder ist, oder wenn er Landesverrat begangen hat, wie der hochverehrte Freimaurer Benedict Arnold, und ein Freimaurer wäre nicht in der Lage, das offenzulegen. Das ist ziemlich ernster Kram. Lasst mich euch ein paar Beispiele hierzu geben. In vielen Gemeinden, insbesondere im Süden, sollte man nicht versuchen, einen Fall gegen einen Freimaurer zu gewinnen. Man wird nicht besonders weit kommen, nicht einmal im sogenannten Bible Belt. Eine wahre Geschichte. Die Jungen und der Jugendrichter. Es gab einen Jugendrichter im Nordwesten am Pazifik, der eine Vorliebe für kleine Jungen hatte. Und letztlich hat er über viele dieser Jugendstrafen geurteilt. Und im Grunde, wenn er den Jungen mochte, war es viele Male so, dass der Junge freigelassen wurde. Wenn er, sagen wir, sich mit dem Richter im Hinterzimmer traf und gewisse Gefälligkeiten erwiderte. Sie versuchten, diesen Typen zu fassen, doch da er von Freimaurern umgeben war, sowohl bei Gericht als auch bei der Strafverfolgung, wurde er immer gedeckt. Dann ging einer der Jungs zu der Zeitung und leider war der Reporter kein Freimaurer. Die Geschichte kam heraus und der Reporter begann mit gebrochenen Steinen in seiner Tasche Selbstmord. Eine andere wahre Geschichte. Es gab da diesen Finanzbetrüger in London. Letztlich hat er alle möglichen Leute um Geld betrogen. Und dann gab es diesen Scotland Yard-Beamten, der versuchte, diesen Kerl dranzukriegen. Aber sie konnten ihn nicht kriegen wegen der Freimaurer beim Scotland Yard und der Freimaurer in seinem Umfeld. Endlich konnte der Ermittler trotzdem genügend Beweise finden, um den Betrüger zu überführen. Aber ratet, was dem armen Ermittler passiert ist? Er wurde degradiert, ihm wurden schreckliche Fälle gegeben und letztlich musste er aus dem Scotland Yard austreten. Und dann gibt es da noch den Fall einer Frau, die mit einem Schreiner verheiratet war. Es war seine zweite Ehe und er war deutlich älter als sie. Sie war eine sehr junge und attraktive Frau und er war das Mitglied einer sehr elitären Schreinerorganisation, die Jesters. Und wenn ihr jemanden kennt, der ein Jester ist, dann fürchtet euch. Das sind echt gruselige Leute. Was sollte im Fall dieser speziellen Frau passieren? Und aufgrund der Unterlagen, die ich gesehen habe, weiß ich, dass das kein Einzelfall ist. Jeden Freitagabend spielten sie Poker und er band seine Frau ins Bett und alle Jesters vergewaltigten sie. Und es gab nichts, das sie dagegen tun konnte. Sie ging zu der örtlichen Polizei, deren Präsident ein Schreiner war. Sie ging zum Bezirksvorsitzenden und auch der war ein Schreiner. Und als sie letztlich kurz davor war, noch höhere Ebenen anzugehen, erklärte ihr ein Psychologe, wenn du ein weiteres Wort sagst, werden wir dich mit paranoiden Wahnvorstellungen einweisen lassen. Denn ich bin auch ein Freimaurer. Und mit meiner Unterschrift wirst du dann für immer weggesperrt. Sie musste daraufhin den Staat verlassen. Werf mir noch einmal einen Blick auf The Lost Keys of Freemasonry. Auf Seite 18 steht dort, in der Freimaurerei ist das Geheimnis der Schöpfung verborgen. Die Antwort auf das Problem der Existenz und die Wege, die Lehrlinge beschreiten müssen, um zu denen zu gehören, die die tatsächlichen Machthaber über nationale und internationale Angelegenheiten sind. Auf Seite 57 schreibt Hall dann, der Meister Freimaurer, falls er wirklich ein Meistermaurer ist, kommuniziert mit den unsichtbaren Mächten, die die Geschicke des Lebens lenken. Voyons, vous êtes 33e, n'est-ce pas? C'est le grade le plus haut dans la maçonnerie. Mon petit Arnel, je vais vous révéler, quoi que je ne doive pas, ces fameux secrets maçonniques dont on fait tant de mystères. En maçonnerie, on cache tout aux petites gens. En bas, vous ne savez rien. En haut, vous commencez à voir un peu plus clair dans le jeu mondial. Qu'est-ce que la maçonnerie? Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour en serrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Nous sommes 50 000 en France,
500 000 en Angleterre, 3 millions en Amérique, c'est peu. Mais c'est énorme, parce que nous formons un bloc uni d'une seule volonté. Nous rayonnons partout, nous commandons partout. Ici, 300 parlementaires sont francs-maçons. En Angleterre, le roi fait partie de notre ordre. Aux États-Unis, le président est 32e. Il n'y a pas un pays où nous n'ayons nos appuis secrets, nos hommes, nos banques, nos groupes dévoués. Et ceci n'est rien. Je ne vous montre là de la maçonnerie que la puissance physique. Une antique expérience des forces du monde. Je croyais la maçonnerie attachée à la paix, à une certaine paix, notre paix. Ein kleiner Artikel aus dem Jahr 2009 über die Freimaurer, aus dem Fokus. Den verschwiegenen Bund umgeben viele Geheimnisse. Dabei verfolgen die Logenbrüder vor allem humanitäre Ziele. Sie nennen sich die älteste Nichtregierungsorganisation der Welt und verfolgen ihre Wurzeln zurück bis zu den Handwerkervereinigungen des Mittelalters. Tatsächlich entstand die moderne Freimaurerei im 18. Jahrhundert, als sich zahlreiche Bürgerliche und Adlige den alten Steinmetzbrüdern anschlossen, um dort im verschwiegenen Zirkel die Ideale von Brüderlichkeit, Gleichheit, Toleranz und Freiheit zu leben. Zu einer Zeit, als in Europa absolutistische Fürsten herrschten, entstand so eine private Vereinigung, die viele einflussreiche Menschen zusammenführte und internationale Kontakte knüpfte. Kein Wunder, dass die Freimaurer von Beginn an den Argwohn der Mächtigen erregten und Anlass zu diversen Verschwörungstheorien gaben. Auch wenn die Brüder das Streben nach politischem Einfluss weit von sich weisen, waren immer wieder einzelne Freimaurer an geschichtsträchtigen Ereignissen beteiligt. Freimaurerische Ideale prägten die Französische Revolution sowie die amerikanische Verfassung. Zahlreiche Revolutionen in Europa und Südamerika wären ohne Logenangehörige wie Giuseppe Garibaldi, Simon Bolivar, Che Guevara, Fidel Castro kaum vorstellbar. Vor allem die geheimen Rituale der Brüder liefern Stoff für Spekulationen. Teufelsanbetung lautet einer der gängigsten Vorwürfe, weil in den Tempeln gelegentlich Totenschädel und Sarg zum Einsatz kommen. Für die weltweit 6 Millionen Freimaurer gehören diese Riten und Symbole zu den Grundlagen ihrer geistigen Arbeit, die ihnen helfen soll, aus einem guten Menschen einen besseren zu formen. Ähnlich besänftigend auch der Ton in der Huffington Post. Und naja, beide werden vom Burda Verlag veröffentlicht. Hubert Burda nimmt übrigens regelmäßig am Bilderberg-Treffen teil. Und naja, wer sich hier den Rest nicht denken kann, der schaut zu wenig Okkulte Elite. Ihr könnt entweder das Bild vertreten, das diejenigen, die da drin sind, das am besten vermitteln, oder dass gerade die, die uns beherrschen wollen, uns das auch vorenthalten. Freimaurer gehören de facto seit vielen Generationen zu den prägenden Persönlichkeiten in der Wissenschaft, der Literatur, der Kunst, den Informations- und Unterhaltungsmedien, dem Militär, den Geheimdiensten, dem europäischen Hochadel, vielen weiteren Gesellschaftsbereichen und vor allem in der Politik. Das sollte uns sehr, sehr alarmieren und wir sollten uns auch ständig informieren. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mon frère Avenel, je vous prie de couvrir le temple. Vous êtes tous des menteurs et des faussaires. Tout chez vous n'est qu'une sinistre comédie.